So, und jetzt können wir wieder gucken, dass wir Klammern suchen. Ich hasse es, wenn er die wegnimmt, die eh schon angeklickt sind. So, Einträge entfernt. Genau die drei, die wir schon angeklickt haben. Das läuft schon besser. Diesmal haben wir mehr Glück. Erlaubnisse aufgefüllt. Besser kann es schon fast nicht laufen. Eintrag entfernt. Eintrag entfernt. Eintrag entfernt. Eintrag entfernt. Eintrag entfernt. Eintrag entfernt. Okay, das ist ein sehr schwerer Terminal. Ich sehe das schon. Ja, Headquarters. Gut, sehr schwer ist in meinen Augen ein bisschen anders. Notabschaltungsprotokoll. Nach Befehl von denen da oben, nach dem einen Zwischenfall, bei dem die Angriffsroutine des gigantischen Roboskorpions versagt hat, haben wir eine Notabschaltprozedur eingebaut. Hoffen wir, dass wir sie nie benutzen müssen. Alle Systeme des Prototypen werden gebraten und wir werden für Wochen nicht weiterarbeiten können. Das Militär erwartet die Lieferung kampfbereiter Modelle in 6 Monaten und das Projekt hat schon genug Verzögerungen. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Leute hier für die Bruderschaft von Nord gearbeitet haben. Aber na gut, vor allem. Es wurde nicht wirklich ausgeschaltet. Also nicht ausgeführt. Ja, nehmen wir mit. Leere Spritze und Redaway. Jetzt sieht das aber anders aus. Jetzt leuchtet das so komisch. Ich glaube, da hat doch eine Notabschaltung stattgefunden. Bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall war der Bossfight eh ganz okay. Audioprobe, Möbius, Oboskorpionen. Denk mal, ist für die Jukebox. Ja, ist das Letzte, was uns gefehlt hat. Finden Sie Proben für biologische Forschungsstationen. Also wir haben immer noch was zu finden. Problem ist, wir kommen gerade nicht weiter. Doch, kommen wir wieder. Ich wollte sagen, weil wir keine Energiezellen haben, um die Barrieren aufzuheben. Aber in dem Moment hat irgendjemand da oben uns erhört. Ach, lad doch nach. Zack. Zack. LUIG, leider normales. Eine Werkbank hier wäre auch nicht schlecht. Aber man kann ja nicht alles haben. Gut, dann will ich da hinten nochmal die oberen Stationen. Oh, hier sind auch noch welche. Ich will die auch testen. Ich denke mal, hier hätte man alles Mögliche gegen den Roboter aktivieren können. Es scheint mir sehr stark danach. Aber wir sehen uns erstmal um, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe. Das habe ich gerade einfach aufgebrochen. Hat sich ja auch gelohnt. Überall diese riesigen Stationen, die da oben kleben. Lass mich raten, noch ein 100er. Drohnenkontrollterminal. X42, gigantischer Roboskorpion-Test. Die Saturnit-Rüstungsplatten an den gigantischen Roboskorpionen haben die Erwartungen übertroffen. Weitgehend. Obwohl sie nahezu undurchdringlich für kleine Schusswaffen sind, konnte der Schallemitter, der Parsons gebracht hat, ein paar der Subsysteme des Prototyps beraten. Wir müssen für den nächsten Prototypen auf eine bessere EMP-Isolierung Wert legen. Etwas Positives, der neue Atomarlaser des Prototyps schlägt sich wunderbar. Ein bisschen Rückstandsstrahlung bleibt, nachdem die Waffe geschossen hat. Es könnte nötig sein, zur Vorsorge mehr Strahlenanzüge und Medikamente zu besorgen. Zieldrohnen-Effektivitätsprotokoll. Die stetigen Verbesserungen an den gigantischen Roboskorpionen haben die Protektron-Modelle, die wir als feindliche kommunistische Streitkräfte benutzt haben, weitgehend nutzlos gemacht. In dieser Stufe sind die nicht viel mehr als Ablenkung. Okay, aber Ablenkung könnte auch ganz gut sein. Zack. Nehmen wir alles mit. Ich denke mal, man musste so gegen ihn kämpfen und nicht per Sachen aktivieren, weil so schwer war der jetzt nicht. Oder wir sind einfach OP. Hier blitzt es. Stromregulierungsterminal. Notfallgeneratorprotokoll. Der neue Atomarlaser belastet den Generator des gigantischen Roboskorpions gewaltig. Das verdammte Ding hat sich mitten im Waffentest letzte Woche abgeschaltet. Ich wollte erreichen, dass die Kraft des Lasers
dass sie die Kraft des Lasers um 25% reduzieren. Stattdessen haben sie einen Hilfsgenerator in den Skorpion gehängt. Gefährlich, wenn du mich fragst. Die Systeme sind nicht dafür ausgelegt, den Strom von zwei Systemen gleichzeitig zu verarbeiten. Und wenn irgendein Hilfstechniker den Hilfsgenerator zu früh startet, dann... Ja, dann fliegen wir alle in die Luft, ist doch klar. So, ich weiß, ich bin gerade sehr wählerig. Ne, wir gehen raus hier. Checken die letzten Hängebauten. Ja, das kann ja spannend werden. Aktenschränke prüfen, das liebe ich ja so, weil die so eine ellenlange Animation haben, bis man da reingucken kann. Jetzt habe ich Schluck auf. In der Aufnahme, ich glaub's nicht. Selbst ist der Mann. Nehmen wir mit. Aktenschrank, Stange Zigaretten und einen Kronkorken. Wie großzügig. Der Schluck auf scheint weg zu sein. Das ist ein gutes Zeichen. Aber das heißt, da hat gerade jemand an mich gedacht. Andauernd denken sie an mich. Du hast mich beobachtet? Ja, also jein. An uns wird gerade gedacht. Das ist nicht gleich Beobachtung. So, da waren wir gerade. Das heißt, wir gehen in die letzten Stationen und gucken. Ach, der ist leer. Gucken, dass wir dann mal endlich weitermachen. Ich denke mal, da oben sollen wir als nächstes lang. Wenn dann zwei von den Viechern kommen, dann falle ich bald vom Glauben ab. Von dem ich schon vor Jahren abgefallen bin, aber ist ja nur ein Sprichwort. Oh, da packe ich gerade die Waffe weg und dann kommen wir endlich mal oben an. Ich glaub's nicht. Nehmen wir mit. 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 Dass man hier nicht raus kann, ist so nervig. Gut, ich nehme die Abkürzung. Zack. Ja, wir sind extrem verkrüppelt an den Beinen gerade, aber ich habe auch keine Lust, wirklich was gegen zu machen. Wir können ja nichts gegen machen. Das kommt noch dazu. Nee, komm. Einmal Aktenschränke überspringen dürfte ja nicht so schlimm sein. Aber ich finde die Dinger echt verdammt nervig. Was haben wir denn hier? Geschützsteuersysteme. Ich hab's gewusst, dass man die aktivieren kann gegen den Skorpion. Ja, da muss ich nicht mal groß irgendwas machen. Durchschnittlich stand da und der Ding ist mega einfach zu knacken. Wahrscheinlich verkacke ich es jetzt trotzdem noch, weil ich gesagt habe, das Ding ist mega einfach zu knacken. Ich hätte vielleicht am Anfang erstmal rumprobieren sollen. Scheiße. Okay, neuer Versuch. Och, wieso dauert das immer so lang? Meine Fresse. Überprüfe Konten. 1, 2, 3. Sehr gut. Ja. Admin-Anmeldung. Neues Ziel, gigantischer Roboskorpion. Zielparameter werden geändert. Ja, ich würde sagen, jetzt wäre hier das krasseste Feuer auf ihn eröffnet worden, aber aufgrund dessen, dass wir uns das Monster schon angenommen haben, das war ein guter Sprung zu einer Abkürzung. Also das ging gerade flüssig weiter. Ja, aufgrund dessen, dass wir das schon vernichtet haben, bringt uns das jetzt herzlich wenig. Aber es wäre ja ganz schön gewesen, hätte es funktioniert. Wir stellen uns das einfach mal vor. Jetzt alle drauf anfangen zu ballern. Ba, 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 ba. Puff, kaputt, fertig. Weiter, Möbius töten. So, die Kuppel zur verbotenen Zone. Ich habe eigentlich gedacht... Ah, lass mich raten. Du bist Möbius? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier wieder kämpfen muss. Ja, ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Gehirntank. Lass mich raten, was meins drin? Ja, wie gesagt, ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Was Möbius hier wohl Tolles... Na, lass doch das Ding weg! ...so versteckt hat. Mach noch mal Licht an hier. Wer braucht Vorkriegsgeld als Währung? Ich benutze Mantats!
Das Neutron hängt am Meson. Das Meson hängt am Proton. Der Typ geht voll ab da hinten, kann das sein? Gut, Psycho hat er auch, wofür auch immer. Na gut, habe ich mir seinen Mentat-Vorrat geschnappt. Das waren jetzt bestimmt 30 Stück. Ja, ich bin verkrüppelt, ich weiß. Eine Arzttasche wäre auch ganz cool, aber es gibt ja nun mal keine. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist ja viel wert, der Wissenschaftler-Handschuh. Direkt weiter. Okay, checken wir die andere Seite noch, bevor wir Möbius ansprechen. Ich glaube, der dreht dann eh voll durch oder bietet uns an, die anderen zu töten, weil die mein Gehirn ausgenommen haben. Irgendwie sowas wird noch kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass Möbius der wahre, vernünftige von den ganzen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach wirklich durchgedreht. Aufbrechen. Zack, hat geklappt. Wunderbar. Ich liebe die ganzen Zahlen so sehr. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, da liegen ein paar Munitionsteile rum. Ist das eine Inversal-Axt? Nein, eine Proton-Axt, die ich nicht mitnehmen werde. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sie das Spiel verbuggen kann. Beim Schnellreisen. Okay, was haben wir hier noch? Noch eine Tür mit noch mehr Müll darin wahrscheinlich. Nope, keine Aktenschränke ohne mich. Hier liegt ein Super-Robo-Hirn, wo wahrscheinlich mein Hirn rein sollte. Aber ich will erstmal mit Möbius reden. Da liegt noch ein Tisch, den checke ich auch nochmal vorher aus. Dr. Möbius-Handschuh. Jetzt haben wir einmal Dr. Kleins und einmal Dr. Möbius-Handschuh. Jetzt interessiert mich aber, was Dr. Möbius-Handschuh so Tolles kann. Ah ja, ist ja eine Waffe und keine Ausrüstung. Okay, ist eine Nahkampfwaffe, die mir nicht so stark scheint. Aber wir sind doch nicht auf Nahkampf geskillt, daran kann es liegen. So, Möbius.